Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo hier mit einem Leak, mit News zu Smash Bros. Ultimate. Für alle, die es interessiert, Leute, es wurden weitere Charaktere geleakt. Und ich bin mir wirklich zu 95% sicher, dass dieser Leak real ist, denn er ist viel zu detailliert und viel zu gut, obwohl das ja schon öfter der Fall war, aber bei diesem bin ich mir wirklich sicher. Denn es gibt mehrere Hinweise, dass dieses Bild wirklich viel zu anstrengend wäre, es für so einen Leak selbst zu malen. Und zwar komme ich gleich mit der Tür ins Haus. Und zwar wurden bei dem vollen Charakter-Roster dieses Bild, was ihr kennt, wo ja schon nach und nach immer weitere Charaktere zugezeichnet wurden, wo viele schon gesagt haben, nein, das ist voll, da passt nichts mehr hin, da ist kein Platz mehr für weitere, wurde jetzt eine finale Version sozusagen drucken lassen für eine Firma, die so Sticker und Banderolen für irgendwas, für Promo-Zwecken oder so macht. Und da hat jemand per Snapchat ein Foto gemacht, wahrscheinlich von einer Firma, die von Nintendo in Auftrag gegeben wurde, die diese Sachen drucken soll. Und zwar sehen wir dort Shadow the Hedgehog, Leute. Shadow, ein langer Wunsch in der Smash-Community, dass Shadow am Start ist. Und hier ist er im Roster, auch diese Position, diese Silhouette, so wie er hier ist, gibt es kein Bild sonst im Internet. Kein Fanart wurde bis jetzt gefunden, was so aus dieser Pose von ihm geschossen werden sein könnte. Deswegen wirken diese Leaks halt immer realer, Leute. Banjo und Kazooie, der Traum wird wahr. Wenn das stimmt, Leute, Banjo und Kazooie ist am Start. Isaac aus Golden Sun ist auch am Start. Ein langjähriger Wunsch. Außerdem, mein Favorit mit Banjo und Kazooie ist Geno aus Super Mario RPG. Geno, Leute, er ist am Start. Richtig geil. Es gab unzählige Mods. Ich habe mit dem Akata damals darüber geredet. Geno, einer der geilsten Charaktere überhaupt aus Super Mario RPG. Wenn das wirklich stimmt, Leute, raste ich aus. Also das wäre wirklich richtig geil. Außerdem ist noch Ken von Street Fighter am Start. Ist jetzt keine Überraschung, aber Leute, es sieht ziemlich geil aus, dieses Roster. Außerdem wurde noch Match Riders, den wahrscheinlich keiner von euch kennt, aus einem alten Retro-Game, auch nach dem gleichnamigen Spiel Match Riders, Mach Riders. Der wurde auch noch als Charakter mehr oder weniger hier geleakt. Es ist ziemlich verschwommen, natürlich. Und warum sind diese Leaks immer so komisch aufgenommen? Warum sind diese Leaks immer so mit einer Kartoffel aufgenommen, kann man fast schon sagen. Schreibt mir auch immer das in die Kommentare. Was glaubt ihr? Ist das real? Ich bin wirklich zu 95% sicher. Ein detailliertes Analysen Video von einem amerikanischen YouTuber, werde ich euch mal verlinken in der Videobeschreibung, der hat das Ganze nochmal detailliert analysiert und richtig unter die Lupe genommen. Ich wollte euch nur die News lediglich hier an den Kopf hauen. Ich bin damit raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.